Irgendwas ist da vorne. Ja, das sind ja diese Dinger mit Dingsbums. Ich muss zugeben, das sieht ziemlich beeindruckend aus, aber jeder Safe kann geknackt werden. Jetzt muss ich einen Safe. So. Eine Krähe im Flug. Nacht, dunkles Blut. Ein Mitternachtsreim und eine Handvoll Schleim. Eine Krähe im Flug. Nacht, dunkles Blut. Ein Mitternachtsreim. Eine Handvoll Schleim. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ach. Sie fallen um wie die Fliegen.
waren jetzt alle Ziegel hier, oder? Glaube ich. Aber wo glaube ich? Ich glaube, ich muss hier irgendwo hin. Ich gelobe dir erneut die Treue, meine liebste Elnor. Das ist jetzt genug von dir, Wurm. Ich muss um. Und weiter in die Herzdienst rein. Ah! Kommt noch mehr Gewalle. Komm schon, Schlappschwänze. Das war, glaube ich, alles, oder? Feindin der Dentalhygiene. Nimm ihre fiesen Beleidigungen nicht persönlich. Sie ist ständig von Zahnschmerzen geplagt. Das macht sie unausgeglichen. Thank you.
Mächtiges ist unsichtbar! Harringtons Körper hat gerade mal ein Jahr durchgehalten. Offenbar hat mich das Herz nicht geheilt. Also, wo waren wir? Ah ja, und ich gelobe sie dir, mein geliebter Vincent. Lydians Erneuerungsritual ist auch unseres. Du und ich, meine Liebste, wir werden ewig werden. Unsere weltlichen Sorgen sollen wie an Felsen brechen. Was auch immer uns im Weg steht, wird zerschmettert werden. Wer auch immer sich zwischen uns stellt, wird vernichtet werden. Ich liebe dich, Eleanor. Ich liebe dich. Wir wären ewig. Ich hab's voll drauf. Ziele gesichtet. Zerbrichst niemals unser Band! Eleanor an der Art. Komm mal, Jäger! Töte diese liebestollen Tyrannen und rette Wainwright! Mein Liebster, ich denke, ich werde ein Weilchen mit ihnen spielen. Das wird solchen Spaß machen. Oh, lass dir nur Zeit, Liebling. Wir haben alle Zeit der Welt. Natürlich ist dann, wenn ich das brauche, keine Figur da, die verschissen sind. Naja, weiter Versuch. Das Blöde ist übrigens, dass das Wiederbeleben echt teuer wird, wenn man viel Geld hat. Mein Liebster, ich denke, ich werde ein Weilchen mit ihnen spielen. Das wird solchen Spaß machen. Oh,
Oh, lass dir nur Zeit, Liebling. Wir haben alle Zeit der Welt. Jetzt weiß ich wieder, wie man den aufmacht. Ich setze diese Runde aus. Wir immer stärker, mein Herz, nicht wahr? Natürlich, mein Liebster.
Sie können uns nicht länger trennen. Beenden wir es gemeinsam. Mit Vergnügen. Winnie, geht's dir gut? Ach, schön. Warum? Ich fühle mich wieder wie ich. Bist du okay, Alistair? Ich hatte solche Angst. Und ich auch. Aber das ist vorbei. Alistair, lass es uns tun. Lass uns gleich hier heiraten. Oh, aber die Ringe... Ich schätze, der Fluch ist gebannt. Das heißt, diese Ringe sind nur noch Modeschmuck. Aus dem Herzen eines Kammermonsters. Ein ziemliches Sammlerstück. Na schön, dann bin ich jetzt ein Sammler. Kammerjäger, würdest du uns trauen? Traue ich mir nicht. Ich muss hier erstmal sammeln. Ich habe schon Prioritäten und so. Wir haben uns heute hier versammelt, bespritzt mit Eingeweiden und außerweltlichem Schleim, um diese zwei zu vereinen. Wainwright, möchtest du diesen Mann zu deinem Mann nehmen? Und wie ich will. Hammerlock, möchtest du diesen Mann zu deinem Mann nehmen? Ohne zu zögern. Zweifelsohne, ja. Dann ernenne ich euch hiermit, Kraft meines Amtes aus einem Abendschulzertifikat, zur Obhut und Wartung von Max, zu Mann und Mann. Nun küsst euch, ihr alten Schwerenöter. Ja, das war die Hauptgeschichte von der Hochzeit von Wainwright und Hammerlock in Guns, Love and Tentacles. Ja, wunderbar. Ein schöner Abschluss für mein Erlebnis von Borderlands 3. Ich habe noch sau viele Aufgaben offen, die hier im Spiel drin stecken. Und ja. Muss die irgendwann noch mal reißen. Life's long road is
Ja, was soll ich sagen? Ein schönes Spiel, immer wieder geil, Borderlands 3 zu spielen, drauf zu ballern. Und dass Wayne White und Hammerlock jetzt verheiratet sind, ist auch irgendwie schön. Der Abenteurer und der andere, der ihr Whisky trinkt. Ja, und Claptrap war auch auf einer extra Mission, um mir Sachen mitzubringen. Ja. Genau, das schließt jetzt die großen Geschichten ab. Vielleicht gibt es demnächst noch kleine Missionsfolgen von mir. Da muss ich mal schauen. Aber erstmal gibt es morgen eine Überraschung für meine Kollegen in Echtzeit. Und für mich auch. Und ja. Borderlands 3, ich werde es vermissen, es war richtig schön. Ich hoffe immer noch, es gibt einen vierten Teil, aber man weiß es nicht. Musik. Das ist auch ein schöner Scheiß, dass ich am Anfang vergessen habe. Also, ich jedes Mal vergessen habe. Vergessen habe, mich zu stumm schalten, also dass ich stumm geschaltet war, das ist nicht falsch, aber. Ja, da hatte ich einen richtigen Hals, dass ich mich am Anfang stumm geschaltet habe, aber ich weiß auch warum. Und auf das Spiel habe ich auch einen Hals, aber. Ja. Hier laufen die ganzen Leute von Gearbox durch und dann kommen die Playable Characters, über die gesprochen hat. Und dann geht's gleich los mit 2K, wer da alles mitgemacht hat. Und das dauert wieder. Aber es gibt geile Musik irgendwie. Ich kenne die Lieder alle nicht, aber das Lied von dem ersten Borderlands finde ich immer noch saugeil. Ja? Auch wenn ich das jetzt in letzter Zeit immer in einer 60er-Jahre-Cover höre, aber ja. Borderlands 3. Ich liebe das Spiel, das ist nur geil. Auch wenn mir wieder der Kollege einfällt, der das nicht mag, weil Claptrap ihn nervt. Aber nice drum. Ja, mein Name ist Kusuke, ich spiele gern. Das ist der Nachspann von Borderlands 3 und von Guns, Love and Tentacles. Die Hochzeit von Rainwald und jetzt habe ich den anderen Fans. Ja, gebracht von 2K, Hammerlock, Rainbite und Hammerlock sind verheiratet. 2K haben das veröffentlicht, zusammen mit Borderlands 3. Ich finde schön, dass bei Gearbox irgendwie einfach nur die Namen runterlaufen und hier jetzt alles wieder mit, wer was ist und so durchläuft. Marketing, alle, die da sind. Ja.
Ich frage mich echt, wie man das auf 100% durchspielen kann, das Spiel gerade. Weil es so viele Missionen, Nebenmissionen gibt und alles. Und ich habe ja nur jetzt so kleinere Dinger gemacht. Und im Hauptspiel habe ich auch noch so 1000. Ich habe noch so viele Missionen offen. Die müsste ich eigentlich alle mal machen. Aber das werden ja dann noch 1000 Folgen. Das. Na. 1000. Hast du noch einige Folgen? Und jetzt kommt wieder noch ein Lied. Ach, das hört nicht auf. Ja, 2K Analytics. Alle, wie sie da sind. I'm running, 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 running. Ooh, from the avalanche, it rose for me. Ja, Human Resources ist natürlich auch dabei. I'm running, 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 die Leute, die Leute einstellen. Jetzt muss ich noch mal gucken, was ich demnächst noch spiele, bevor mein neuer Rechner da ist. Yeah. Mein Name ist Kusus, ich spiele gerne und ich will noch mehr Borderlands, aber das waren glaube ich alle drei DLCs, die ich habe. Mit dem anderen seinen Glücksspielsalon Casino. Der Cluster Club von dem anderen. Und noch ein drittes, irgendwas habe ich noch gespielt. Von Borderlands. Ja, hier dieses Western-Ding. Ja. Wir müssen auch im Kino den Arsch spannen. Auch wenn im Kino das noch ist. Ich guck mir trotzdem den Arsch spannen immer an und dann stehe ich erst auf. Manchmal sagen die Kollegen, warum machst du denn das? Komm doch gleich mit raus. Und, hey, die Leute haben da mitgewirkt, die will ich wenigstens nochmal gesehen haben. Und bei einigen gibt es ja nach dem Nachspann immer noch irgendwie so eine kleine Szene oder so. Außer da steht am Ende dann noch hier Gedanken wegen des Dolby Surround und so. Ja, da sind auch die Copyrights schon. Unreal Engine mit vielen anderen Sachen. Gearbox Software, 2K. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht erwischen.